Jo, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadion von mir. Achtung, wir machen es noch einmal. Zack, wir sind in Köln. Da ist wieder die Kurve von FC Köln. Elebelang. Kleinen Abstecher hier in Köln und dann geht's ab nach Mönchengladbach. Hier vor dem Hauptbahnhof ist richtig viel los. Da sind einige Fans von FC Köln. Da ist eine kleine Demo gegen AfD, gegen rechts. Da? Nein, die Frauen fahren. Es herrscht hier eine sehr hitzige Stimmung. Die Polizei ist auch da. Grund des Abstechers ist Kebabland. Ich habe Bock auf ein Adana. Schaut euch das an. Sehr köstlich. Das ist das Sandwich. Oh. Magen gefüllt. Das Essen war lecker. Hat mir gefallen. Manche haben sogar gesagt, das Essen hier wird überschätzt. Meiner Meinung nach nicht. Und guck mal, was ich hier gesehen habe. Köln hat Dortmund überklebt. Das beste Getränk ever. Kölsches Wasser. So geil. Mit Waldmeistergeschmack. Sowas gibt es leider bei mir in Karlsruhe nicht. Kölsches Wasser gibt es nur hier in Köln. Voll schade eigentlich. So ein geiles Getränk. Jetzt geht's nach MG zum Rhein-Derby. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Und guck mal, was ich hier gesehen habe. Sektion zahnlos. Cologne, der erste FC Köln. Ich habe so Bock auf das Derby. Es hat viel zu bieten. Viel Action, viel Tänze und viel Spannung. Gute Stimmung. Ich freue mich. Das hier ist das Viertel Köln-Ehrenfeld. Es gibt hier so viele schöne Cafés, die nicht so teuer sind. Die Sonne scheint so schön. Die Menschen sitzen draußen und trinken einen Kaffee. Ich liebe solche Kaffeeläden, die ihre Kaffeebohnen selber rösten. Kölner Kaffeerösterei. Ein sehr cooler Laden. Auch den Titel Deutscher Röstmeister 2009 erworben. Das ist die Röstmaschine. Und das hier alles sind Kaffeebohnen, oder? Ja. Yep. Ein Flat White mit einem Herz und Schokomousse auf das Rhein-Derby. Sehr intensiv. Gefällt mir, wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Die Kuchen sind auch verdammt köstlich aus. Habe mir wieder ein kölsches Wasser geholt, dieses Mal in Pink. Grapefruit-Geschmack, so geil. Ich könnte das saufen. Jetzt geht's ab nach MG. Was steht da drauf? Ultras WH 96. Letzte Woche hat Köln gegen Bayern 04 gespielt. Heute spielen sie gegen Gladbach. Einfach zwei Derbys innerhalb zwei Wochen. Krass, oder? Wir verwenden den Trick auch hier. Und wir sind da in Mönchengladbach. MG ist eine Abkürzung für Mönchengladbach. Und guck mal, was ich hier gefunden habe. Lang leben die Ultras. Wilde Horde 96. WH 96. Das ist die Bahnhofsunterführung in MG. Und so sieht der Bahnhof aus. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit bis zum Anpfiff. Das Hinspiel in Köln gewann FC mit 3:1. Ich war auch am Start. Das war geisteskrank. Die Fans von FC Köln haben eine richtig geile Pyroshow abgeliefert. Ich kann es mal kurz einblenden. Für diese unglaubliche Pyroshow muss FC Köln an die DFB eine Strafe in Höhe von 595.000 Euro bezahlen. Das ist Rekordstrafe für eine Pyroshow. Absolut verrückt. Jetzt laufe ich kurz ein bisschen durch die Stadt von Mönchengladbach. Hier gibt es noch ein bisschen Live-Musik. Schön. Hier haben wir den ersten Sticker. Nordkurve und Polite Lusasud Timișoara. Ich glaube, das ist eine Kurve in Rumänien. Vor uns ist Minto, ein sehr großes Einkaufszentrum. Du kannst hier oben auf der Terrasse sitzen, essen und diese Aussicht genießen. Vor dem Einkaufszentrum kannst du hier noch ein bisschen sitzen, entspannen, Kaffee trinken und ein bisschen spazieren. Warum hier so viele Esel zu sehen sind, weiß ich nicht. Aber ich finde es schön. Ne? Jetzt gehen wir ins Borussia Park. Lukas Podolski, FC Köln Legende, öffnet hier in Mönchengladbach ein Restaurant. Was für eine geile Sammlung. Hier sieht man einige Sehenswürdigkeiten in Mönchengladbach. Einmal das Schloss Wickrath, Münster St. Vitus, der Wasserturm, St. Maria Himmelfahrt, Museum Abteiberg und Borussia Park. Hinter dem Hauptbahnhof kann man hier ein bisschen skaten. Und da vorne ist unser Bus, der zum Stadion fährt. Borussia Shuttle, da ist unser Bus. Wie das letzte Mal. Ich komme hier mit dem Bus nicht weiter. Die stecken alle im Stau. So ein schöner Vibe mit dem E-Scooter ins Stadion zu fahren. Da vorne sieht man den Borussia Park. E-Scooter ist geparkt und wir gehen rein. Der Borussia Park ist schon cool, oder? Borussia Park. Ein richtig geiles Fußballstadion.
Gestern Abend gab es hier einen Vorfall. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ca. 250 Köln-Fans haben versucht, in die Nordkurve zu gelangen. Borussia Mönchengladbach. Und da ist unser Eingang. Hier gibt es einen Fanshop. Hier kann man sich was zum Essen holen. Und da vorne ist das Spielfeld. Hier kommt ordentlich Wind und Licht rein. Gefällt mir. Ich trage es mit Stolz. Derbywoche. Jacke kostet 40 Euro, Trikot 60 und Schal 15 Euro. Die Preise sind okay. Und da vorne müsste der Gästeblock sein. Alles abgeschirmt. Borussia Park, wir sind da. Alter, schaut euch die Nordkurve an. Jetzt schon gute Stimmung. Köln, natürlich auch super Stimmung. Das ist der Torschütze Ali Dou. Nein! Osten! Nachschuss! Sehr schlecht. Die Nordkurve hat eine Botschaft. FC vor der Nord Reed resigniert. Es geht ab. Boah, Volley! Kann man sich hier nicht beklagen. Der FC Köln spielt heute wirklich sehr gut. Ein Heli fliegt hier über das Stadion. Ja, moin. Ja, schnell. Oh, das war knapp. Das war die 30. Minute. Bis jetzt ist es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und? Borussia 1, Köln 0, Torschütze unsere Nummer 9, 2, Oliver!
bringe. Ich bin auch kein Kölner. Ich bin Karlsruher. Schöner Pass. In der Nordkurve ist eine schweizerische Flagge zu sehen. Warum eigentlich? Vielleicht weil Borussia Mönchengladbach von der Schweiz in den Zügen spielen. Es ist Halbzeit. 1:1. Ein sehr ausgeglichenes Fußballspiel. Ich freue mich auf die zweite Hälfte. In dem Sinne, viel Spaß. Zweite Hälfte beginnt. Schaut euch den Gästeblock an. Wunderschön. Oh, die kommt sehr gut. Boah, sehr schön gespielt, aber auch stark verteidigt. Ja! Das war knapp. Gesang ist wirklich sehr laut. Oh, das ist das 2:1. Doppelpack. So lange kam nichts vom FC. Piro, yeah, Piro baby. Oh yeah, no Piro, no party. Doppelpack, Ali Dou. Gästeblock bebt. So lange kam nichts vom FC. Und jetzt steht es 2:1 in der 65. Minute. Der Nummer 40, Ali Dou, der ist so gut, so schnell. Ich glaube, er wurde bei HSV ausgebildet und jetzt spielt er bei FC. Relegation, HSV gegen FC Köln. Das wäre verrückt. Oh! Schwabe, nicht schlecht, gute Parade. Schwabe, gute Parade, reimt sich sogar. Stark beteiligt. Köln ab, der steht auf Stabilis. Zündet die Nordkurve auch. Alter, der wurde gerade eingewechselt. Robin Hack wurde gerade eingewechselt. Und er macht das 2:2. Als neutrales Zuschauer macht es Spaß. Der Schiri wollte eigentlich Freistoß geben, aber er hat den Ball weiter spielen lassen. Und nächste Chance. Ich glaube, ich bin wieder Robin Hack. Die Kurve bebt. Schaut euch die Kurve an. Robin Hack! Er wurde gerade eingewechselt! Er schießt einfach zwei Tore in
zwei Minuten. Wahnsinn. Was für ein verrücktes Spiel. Eine grandiose Stimmung hier im Borussia Park. 3-2. Es sind noch 15 Minuten zu spielen. Alido, Doppelpack. Er wurde ausgewechselt. Ich bin gerade so auf Adrenalin. Seht ihr meine Augen, meine Pupillen? Richtig weit offen. FC Köln geht zweimal in die Führung und dann haben sie es auch zweimal verspielt. Noch nicht. 79. Minute. 3-3. Was ist das für ein Rhein-Derby? So dankbar, dass ich dabei sein darf. Danke an Thorsten für die Karte. FC Köln hat diese Punkte viel nötiger als Gladbach. Don't hat das 3-3 gemacht. Das Rhein-Derby enttäuscht nie. Ich hoffe, Köln steigt nicht ab. Dann gibt es nächstes Jahr kein Rhein-Derby. Lupfer! Ah, so ungenau. Hier kommt sehr gut. 12 Minuten Nachspielzeit. Köln Abwehr heute wirklich sehr aufmerksam. So fühlt man sich doch wohl, oder? Füße hoch. Tada! Wieder haben das Stadion schon verlassen. Wow. Der Ball ist noch heiß. Da ist kurz jedes Herz von Köln stehen geblieben. Boah, schöne Drehung. Okay. Fertig, 3-3. Es gibt keinen Sieger bei dem Rhein-Derby. Ein gerechtiges Unentschieden. Danke an beide Mannschaften für diese Unterhaltung. Robin Hack, Man of the Match, der mit der 25. Das ist Derby-Stimmung. Ey, wirklich, die Stimmung hier war genial. Jetzt ist gerade noch dran. Blitztabelle. Köln ist 16. mit 18 Punkten. Dass der FC Köln aus dem Relegationsplatz rauskommt, ist sehr schwierig. Aber dennoch wünsche ich viel Glück an FC Köln. Und Gladbach, viel Glück am Dienstag gegen Saarbrücken im DFB-Pokal. Der Borussia-Park gefällt mir wirklich sehr. Das ist wirklich ein sehr schönes Stadion. Hey, was macht die Nordkurve? Geil. Den Banner habe ich echt nicht verstanden. FC vor der Nord Green designiert. Keine Ahnung, was bedeutet. Egal, war trotzdem cool hier. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen
und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.